Willkommen auf dem Kanal von Melanie MTG. Heute gibt es unser erstes Time Spiral Remastered Unboxing. Eine wunderschön gestylte Box. Und die werden wir uns jetzt zu Gemüte führen und hoffen auf ein paar gute Pulls. Alles weiter gibt es noch ein Intro. Bis gleich. Wir starten unser erstes Display. Ein, zwei werden noch folgen, denke ich einmal. Und ich bin schon gespannt, wie die Old Border nun wirklich ausschauen. Das ist interessant auch, dass man mal die gleichen drei Artworks hat. Das ist auch relativ selten. Da ist man gewohnt. Dann haben wir das auf die Seite. Und starte mit dem ersten Booster. Farblich sehr ansprechend, finde ich. Schaut echt cool aus. Belgien gedruckt. Sieht man da auch Made in Belgium. Und das erste Booster ist offen. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt damals habe ich gerade nicht gespielt. Also ich habe jetzt nicht unbedingt viele Referenzen zu dem alten Set. Aber schauen wir uns an. Forsy. Die Karte aktuell spiele ich sogar in einem Deck von mir. Und zwar in meinem Käfner-Deck. Sliver. Stimmt. Sidewinder Sliver. Also wir haben einige Sliver drin gehabt. Fungus und Saprolinge gibt es ja auch einige. Na, der White Man Lion, der kommt daher. Empty the Warrens. Coole Karte mit Storm. Wird auch in ein paar Formaten gespielt. Utopia, wow. Dann kennen Sie den ganzen Cycle von die Wow-Karten. Wow-Karten. Was haben wir hier? Corpulent Corpse. Auch ein lässiges Artwerk. Ein Zombie mit Suspend. Bewilder. Und Big Game Hunter. Madness Kosten. Den kennt man aus dem Commander Deck mit der Anje Falkenrad, da wird er gespielt. Mystical Teachings, auch eine coole Karte. Und wir haben Paradise Bloom. Schon ein guter Hit am Anfang. Der Cloud Key macht Spells von gewissen Typen, also Artefakte, Kreaturen, Enchantments, Instants und sowas, als günstiger. Gute Karte, wird auch im Commander sehr oft gespielt. Und was nächste? Erste Time Shifted Elder Who's Mindset Dead ist nämlich nicht drin, aber es ist im Set, aber die wurde extra dafür reingeprintet. Also mit Old Border schaut es recht cool aus. Bei der kommt es jetzt nicht so gut zur Geltung, weil der rote Border auch der unscheinbarste ist. Aber guter Start. Ein Bellof auch mit Suspend. Sting Scourger, ich war Silk, wieder Forsy, Rift Watcher, Assassinate, auch ein krassen Artwork, Wailing Oddity, Mana Teeth, oh cool, weißer Counterspell, ja cool, sehr gut, dass der als Kammern drinnen geprintet wurde, Prismatic Lens, und schon Uncoming, Trump of the Domains, Avenger und Might of the Crowser. Gute Karte auch. Dann Benalish Commander. Auch eine sehr stylische Karte. Richtig cooles Artwork mit einem Helm unter der Hand. Der Commander. Dann haben wir hier Field of Ruin im Old Border. Schaut richtig cool aus. Also das passt gut. Und der erste Foil, Pallid Mykoderm, normaler Border, schaut aber auch cool aus. Und einen Metallic Sliver Token. Ah, ich muss sagen, alten Border, die haben schon was. Ich bin echt schon gespannt, wie die Foils davon ausschauen. Orkish Cannonade. Ne. Sinnesliver,
Drifter Ildal, der Lion, Ancient Grudge, ist auch eine gute Karte, auch wieder reprintet worden. Sehr cooler Destroy-Effekt, das war auch noch gehabt. Wow, Grave Scrabbler, dann einen Fury Sliver, Bonded Fetch, Sulfur Elemental und Hardwood Storyteller. Auch eine coole Karte. Vor allem der passt gut in die Commander Decks rein, die so Crew Pack machen. Und Become Immense, Old Border, richtig coole Karte auch. Und noch eine Foil. Und zwar der Drifter Ildal nochmal als Foil. Aber normaler Border. Sieht man da ja cool seine Gürtelschnalle. Und ein Goblin Token. Der schaut auch richtig cool aus. Der ist stylisch. Crazy Goblin. Müsste ja sein, dass der Kobold. Gibt es Kobold Token auch in dem Set? Wäre interessant. Snapback. Momentary Blink, auch eine coole Karte. Die wird in Commander gespielt. Der Geminator auch lässig. Fortify auch gut. Nochmal Prismatic Lens. Spider. Green Seeker. Auch eine Top-Karte. Und Griffin Guide. Storm Entity. Und das gute Dreadship Reef mit die Storage Counter. Und das Rare haben wir hier. Boom and Bust. Land Destruction. Und Time Shifted Shriekmaw. Auch cool. Wird auch teilweise in Commander gespielt. Also war ein paar Commander Decks drinnen. So. Jetzt haben wir die meisten Kammern schon mal gesehen. Schauen wir, was wir noch nicht gesehen haben. Die schauen wir uns genauer an. Lightspeaker. Ancient Grudge nochmal. Utopia Wow. Dann haben wir hier Outrider Lore, Sudden Shock mit Split Second, ja, coole Karte, ja, coole Mechanik, Hench Fiend auf Ukor und doch noch eine Split Second Karte, Extirpate, richtig lässig und einen Old Border Leopardary Manic. Der ist auch cool. Schaut im Old Border auch lässig aus. Der blaue Old Border ist wirklich cool. Blau und schwarz finde ich am stylischsten für die Old Border und Artefakte. Edge of Autumn, Riftbolt. Riftbolt ist auch drin. Auch coole Karte. Wird auch gespielt. Phantom Seer. Den haben wir, glaube ich, schon viermal gezogen. Dreamstalker. Dreamstalker war auch in dem Set. Ja, genau. Watcher Sliver. Rift Elemental, Spinneret Sliver, Imp, jetzt noch Minions Mummer, Gaea's Anthem, okay, und noch das andere Deutschland, Molten Slack Heap. Da haben wir eine von den coolen alten Suspend-Karten. Suspend 10 nämlich, der wird aber immer, wenn man Artefakt, Kreatur oder Land opfert, kann man einen Suspend-Counter removen und das kommt da schnell ins Game. Hat man 9-7er, auch cool. Und ein Goblin Engineer Old Border, sehr nice, coole Karte. Ja, es macht schon Spaß, das Set aufzumachen. Ein paar schöne Karten dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir ein paar Big Hits kriegen. Jetzt war noch kein Big Hit dabei. Dead and Gun. Der schaut, das ist ein richtig cooles Artwork. Also die alten Artworks haben schon richtig mehr Substanz. Sacromites Myr. Ein richtig cooles Teil. Lymph Sliver, der war auch cool. Der Primarch, Muscle Goals, nicht so gut. Spore Sour Talit. Street Raid. Gespoilt. Street Raid ist ja auch drin gewesen, genau.
cooles Artwork. Das ist, glaube ich, neu. Das andere schaut ein bisschen anders aus, das Originale. Der war ja Planner Chaos, glaube ich, drin. Und Swamp Walk und 3-4, um das geht es eigentlich nicht. Es geht um Cycling für zwei Leben. Das ist das Relevante bei der Karte. Und da haben wir einen coolen Hit auch, einen Dryad Arbor. Das einzige, also jetzt auf schnelle mir bekannte Landcreature Teil, was gibt. Ja, sehr nice. Und Evolutionary Leap, auch eine coole Karte im Old Border. Und generell eine gute Karte, kann man auch gut spielen mit dem Token-Deck. Das opfert man einen Token und tut so lange Karten revealen, bis man eine Kreatur hat und bringt die dann quasi auf die Hand. So. Ich glaube, kammermäßig haben wir das meiste jetzt schon gesehen. Da können wir schnell drüber gehen. Da dürfte nichts sein, was wir unbedingt jetzt noch einmal genau betrachten müssen. Evil Mind Sensor. Der ist richtig cool mit dem Artwork vor allem. Sogar im CEDH gespielt, weil er einfach Tutoren unterbindet. Dann den Range haben wir schon gehabt. Und dann haben wir noch einen Sliver, Fire Wake Sliver. Dann haben wir nochmal den Hardwood Storyteller. Und noch eine coole Karte, haben wir auch einmal gehabt in unserem Rattendeck. Relentless Rats haben sie ja gerade geprintet. Die sind so stark wie alle anderen, also kriegen +1/+1 für alle anderen Relentless Rats am Battlefield. So. Kalidarm, Cryptic Channelit, Sliversmith und Sudden Spoiling, auch eine Split-Second-Karte. Die ist auch nice. Die ist vor allem richtig gut gegen Creature-Decks. Wenn der Gegner mit einer Instructable-Armee oder so irgendwas angreift und die aufpumpt, kann man die quasi zu 0-2 ohne Abilities machen und dann einfach wegblocken. Dann haben wir, das ist eine coole Karte. In Grenzo Dungeon Warden im Old Border. Naja, schaut richtig cool aus. Der legendäre alte Frame ist natürlich urnice. Richtig cooler Hit. Dann geht's. Mock War Marshal. Auch eine coole Karte. Logic Knot, auch nice. Vor allem mit dem Artwork. Schaut richtig gut aus. Reflex Liver auch nice. Dann haben wir hier Shivan Sandmage, Cloud Seeder und Rebuff the Wicked. Ist auch nice. Ist wieder einer der weißen Counterspells. Die sind den ja, hat sie damals gegeben. Counter Target Spell, Target zu Permanent You Control für ein weißes. Das ist natürlich für Commander, gewisse Decks oder Mono White und so sehr cool. Dann haben wir die Stuffy Doll. Man wählt einen Spieler aus, sie ist indestructible und immer wenn sie Schaden kriegt, kriegt der Spieler so viel Schaden. Und sie kann selbst dann noch einen Schaden, sie selbst schießen für Tappen. Und haben wir noch Intangible Virgin. Auch ein cooler Reprint, vor allem mit einem Old Border. Schaut richtig cool aus. Ist mir noch angekommen, die einige Reprints hatte. Ich glaube, das letzte sogar in Commander Legends. Trotzdem eine gute Karte. Und im Altborder hat es noch nicht gegeben. Denke ich einmal. Simeon Spirit Guide. Zwar vor kurzem gebannt worden im. Was in welchen Formaten überall. Aber trotzdem immer noch spielbar. Vor allem auch Commander kann man spielen, wenn man wirklich extrem schnelles Deck spielen will. Malatit nochmal. Dann Sprine Elemental. Peregrine. Whipspine Drake. Oh, der erste Mythic. Akromas Memorial. Auch lässig. 7 Mana Artefakt und alle Kreaturen, die man kontrolliert kriegen, fliegen. First Strike, Wachsamkeit, Trample, Haste und Schutz vor Schwarz und vor Rot. Also gute Karte zum Buffen. Da war ein Reprint. Der war letztes Mal, glaube ich, in Origins drinnen und in einem Commander Deck. Sigil of the Empty Throne im Old Border. Noch einen coolen Spider-Token, haben wir noch nie gesehen.
Sehr nice. Dauert halt ein bisschen länger das Unboxing, weil wir uns halt durchhetzen durch die Box, aber ich finde, es sind einige schöne Karten dabei. Und zahlt sich deswegen auch aus, meines Erachtens. Shaper Parasite. Oh, Return to Dust, haben sie auch drinnen gehabt. Da hinten ist eine Foil wieder mal. Wenza, coole Karte. Der gute Wenza bounced ein Permanent to Owner's Hand. Oder Spell nämlich, das ist ja cool. Also wenn es ein Stack ist, kann man Spell bouncen. Und zum Beispiel flashen rein und bouncen uncounterbar einen Counter. Read the Bounce, altes Border schaut auch cool aus. Und dann haben wir Trump the Domains, ja, normales Foiling, nichts Besonderes, aber trotzdem cooles, coole Karte. So, was haben wir noch alles? Moment, ich muss so kurz leise schalten. Sonst piept nebenbei mein WhatsApp. Gut. Sliver. Vielleicht brauchen wir wieder mal ein Sliver-Deck zum Spaß. So ein Budget-Sliver-Deck, Commander-Deck, falls ihr mich interessiert. Schreibt es in die Comments. Basteln wir uns das Sliver-Deck. Necrotic Sliver, auch ein guter Sliver. Yeah. Eine meiner Lieblingskarten für schwarze Decks. Oder Decks, die viel Sümpfe spielen. Wobei es egal ist, weil er äußerst Sumpf wäre. Urborg Tomb of Yawgmoth. Coole phyrexische Karte aus eben unserem Meister. Da haben wir nächste gute Karte. Sanguine Bond. Old Border. Wie zufällig. Nee, die neue Lin. So schaut die neue aus, also die alte aus. Also muss man sagen, der alte Border ist schon nice. Kommt schon gut. Sanguine Bond. Auch was Cooles. Einen Palace Jailer Foil Old Border. Wow. Sehr nice. Da oben leichten Dent leider. Aber wunderschöne Karte. Und Old Border. Das Foiling für die Old Border schaut richtig cool aus. Ich hoffe, das ist nicht die einzige, wa? Oder Palace Jailer natürlich eine gute Karte ist, ja. Die wird in einigen Formaten gespielt. Und man kann schlechteres ziehen, ja. Dann haben wir Haze of Rage. Ein Assassin. Darkheart Sliver. Die Joyra. Habe ich schon mal überlegt, ob ich mir ja Commander Deck baue. Hat jetzt beim letzten Common Zone Video der Josh damit gespielt. War ein recht cooles Deck. Also. Dann haben wir einen Old Border Mirror Entity. Ist auch nice. So, jetzt bieten wir die Kammern ein bisschen ab. Sonst werden wir das Video auf 2 Stunden brauchen. Dann kann man natürlich auch, falls wir was Besonderes sehen. Simone Aspect, richtig cool. Einer der, also die alle 5 Pakte sind ja reprintet worden. Soweit ich weiß, also alle mit 0 Mana und if the beginning of the next upkeep pay, sonst verliert man das Game. Also das ist der grüne, ist also eine gute Karte. Dann haben wir Priced Amalgam, richtig cooler Zombie. Und noch ein Fury Sliver in Foil. Und Cloud Sprite Token. So. Stronghold Rats, auch eine coole Karte. Dann haben wir hier den guten alten Thralnul Lich Lord, Zombie Wizard. Coole Commander. Silus Conscripts, coole Kombo-Karte mit dem Kiki Jiki. Delay in Foil. Ein altes Delay, aber mit einem neuen Artwork. Richtig cool. Schaut nämlich auch richtig nice aus und in Foil. Coole Karte. Flip. Spellburst, auch cooles Artwork, richtig cooles Artwork.
mit Buyback, nochmal ein Delay, nochmal ein Extirpate, dann Knight of the Reliquary, richtig cool mit Old Border, der ist auch neu, also neu in dem Border, und nochmal Wow, Wow, Utopia Wow, Info. Yami Maya Dryad haben wir noch nicht gesehen. Auch stylisches altes Artwork von der Rebecca. Und Shiva Meteor. Dann einen Fungus Sliver. Treasure Cruise hinten nach im Old Border. Schaut da, passt da richtig gut für Treasure Cruise Old Border. Und Fungus Sliver. Cooler Sliver. Alle Sliver haben, wenn sie Schaden bekommen, kriegen sie einen 1-1 Counter. Harmonic Sliver, ein richtig starker Sliver. Ist quasi Destroyed Artifact und so. Und Enchantment, wenn er Sliver ins Spiel kommt. Porphyry Notes, coole Artikarte auch. Mortify im Old Border, richtig stylisch. Und noch ein Goblin Token. Yes. Tolaria West. Richtig cool. Richtig coole Karte mit Transmute. Nice. Und noch ein Felden auf der Third Path. Als Old Border. Und noch eine Foil. Needle Peak Spider. Mit einem richtig stylischen Spinnennetz. Ah, da ist ein Kobold-Token. Habe ich vorhin gesagt, komm. Kobold-Token wieder mal. Die gibt man, hat man immer so häufig. Braucht man für ein Porsche-Deck zum Beispiel. Und jetzt haben wir wieder mal ein bisschen mehr davon im Umlauf. Time Bug, das ist cool, da kann man Suspend Counter runternehmen. Auch ein sehr seltener Effekt. Crozen Creep mit dem Reaping Krieg. Care Keep, auch eine coole Karte. Diesmal im Nine Border, schaut richtig cool aus. Kobold erzeugen. Paradoxal Outcome, richtig stark. Mit dem Urza-Deck zum Beispiel, bounce man seine ganzen Non-Permanents. Das kann man ausprobieren, wie viel und draw zu viele Karten und macht dann weiter. Und spielt wieder aus. Und Foil Urberg Tomb of Yagmoth. Richtig sick. Das ist cool. Schade, dass es den alten Artwork drinnen da gibt. Dann. Gemheit Sliver. Nice. Also man hat alle Tools eigentlich für Sliver Deck zum Bauen. Also ich glaube mit den letzten Sliver, die geprintet worden sind im Modern Horizon plus die, den Slivern und so, hat man wieder mal die Möglichkeit, mal ein paar coole neue Sliver Decks zu bauen. Da ist der rote Pakt. Nicht der beste Pakt von denen. Also wenn man es vergleicht mit dem blauen und mit dem schwarzen, ist der rote natürlich eher lächerlich. Ein 4-4er machen. Für und dann 5 Mana Pain. Also ist heftig. Und dann haben wir einen Leveler im Old Border. Yeah, der ist cool. Der Combo, der auch mit Tassas Orakel oder mit dem Laboratory Maniac. Also bis jetzt sehr zufrieden, wenig mütig noch. Also schauen wir uns am Ende nochmal an. Aber keine schlechten Pulls dabei. Fury Sliver, Stonecloaker, nochmal die Stuffy Dollars. Irgendwie witzigerweise auch alle Rares doppelt. Also da haben wir schon drei Rares, die wir zweimal gehabt haben. Und der Ninja of the Deep House, coole Karte auch. Basalt Gargoyle und Muraganda Petroglyphs. Macht die Vanilla Creatures größer. Und das Epic Experiment im alten Border. Leider eine der unbeliebtesten Karten. Reality Acid, auch eine coole Karte. Enslave,
Richtig stylisches Artwork. Might Sliver, Clockwork Hydra und ein Serra Avenger. Der ist auch richtig. Oh, das ist ein schönes Artwork. Einzige, was sie da macht mit ihrem Tuch um den Hals, ist wirklich komisch, aber stylisch. Und Wastes. Das ist auch cool. Die werden auch definitiv nicht so billig werden. Oder die Wastes haben wollen und dem alten Border, das ist die einzige Möglichkeit, wo man es kriegt. Sehr stylisch. Was habe ich da gesehen? Na, nichts Besonderes. Nochmal die Anthem. Imperiosaurus ist auch cool. Und Collation Relic, auch eine coole alte Karte. Wird auch immer wieder gespielt. Kann Mana quasi einen Zug mitnehmen. Und Arch of Oraxa. Und ein Assembly Worker Token, der schaut richtig cool aus. Auch cooles Old Border, der ist aus Ixalan oder Rivals of Ixalan. Ich glaube, der war in Rivals of Ixalan drin. Wenn man alles täuscht. Gehen wir jetzt lieber nochmal. Nochmal Simic Spirit Guide. Die alten Charms sind auch gut gewesen. Dann Wipe Away, Speed Second Karte, auch cool. Und wieder mal ein Mythic, ein gutes auch, ein richtig gutes Mythic. Living End. Sehr stylische und sehr starke Karte mit was Suspend. Und Alt Border Monastery Swift Spear, richtig cooles Artwork. Und eine coole Karte, wird auch überall gespielt. Und ein Foil Gemheit Sliver. Nice. Kommt auch richtig gut zur Geltung. Also die Foils, man merkt, dass sie in Belgien gedruckt worden sind. Sind nicht so cloudy wie oft die USA Foils. Erratic Mutation. Also kommt da, sticht da richtig gleich mal in mit dem Artwork rein. Das ist, glaube ich, ein neues Artwork. Der alte hat nämlich komplett anders ausgeschaut. Sieht man auch, dass das eher so computergeneriert und nicht so handgezeichnet ist. Der Stern schaut trotzdem nice aus und sticht da richtig ins Auge. Arcblade. Auch ein witziges Artwork. Harmonize ist auch drinnen, genau. Urza's Factory. Nochmal, wie ich gesagt habe, wieder ein Call, doppelt, wenn wir noch am Ende schauen, wir noch übersichtsmäßig drüber. Collation Relic haben wir schon mal gehabt. Und Rector's Charm im alten Border, richtig cool. Dann sind wir schon bei der dreiviertelten Box durch. Was haben wir hier? Netatrader. Sagt mir jetzt im ersten Moment nichts, wenn ich bin. Artwork-mäßig interessant. Cooles Artwork von Vance. Ja. Dann Tide Hollows Color. Richtig coole alte Artefakt-Zombie-Karte. Blast und Pulmonic Sliver, auch ein guter Sliver. Dann Harvest of Souls im Old Border, richtig cool. Ich habe mir die coolen Bubble über die Old Border gut gefunden. Judge Unworthy. Pongify wieder mal drinnen, sehr nice. Und der Pyromancer. Sehr spicy. Der Pact of Negation. Gute Karte, richtig gute Karte. Und ein Crystal Shard im Old Border, richtig cool. Und dann haben wir noch Tolaria West in Foil. Ja, richtig geil. Ah, ich liebe die Tolaria-Karten. Perfekt, die kommt gerne in die Mappe dann.
So, Smallpox, der High Priest und die Everflowing Chalice im Old Border. Auch cool. Hat jetzt ein paar Reprints, Double Masters, was wir erinnern kann. War sie drinnen. Aber absolut gut gespielte Karte in Commander, also wird häufig gespielt. Und im Old Border ist natürlich ein bisschen spicy. Core Dirge. Vesuvian Shapeshifter, coole Karte. Und Silence Old Border, auch nice. Commander brauchen wir die immer wieder. Noch drei Booster. Haben wir ja heute schon gebraucht für dieses Display. Aber es waren leider so viele schöne Karten zum Anschauen dabei. Knight of the Holy Nimbus. Und Vesuva. Vesuva Mythic. Land. Kopiert ein anderes Land. Und ein Disdainful Stroke im Old Border. Ah, das ist stylisch. Das ist immer ein cooles Artwork. Und das Blau kommt ja richtig gut da oben. Nice. Leider war unsere einzige Foil alt, also timeshifted, leicht beschädigt und nicht unbedingt die beste, aber trotzdem freue ich mich drüber. Da haben wir die Safi Eriksdotter, die was vor kurzem erst quasi einen Bruder geprintet gekriegt hat, in Commander Legends. Und noch ein Pride Mage im Old Border, der ist auch nice. Letztes Booster dieses Displays. Ich hoffe, euch hat es gleich gut gefallen wie mir. Und schauen wir mal, was wir ausklingen können. Dann machen wir kurz einen Überblick über alles, was wir gezogen haben. Grapeshot haben wir auch noch nicht gehabt. Und Phantom Worm glaube ich auch noch nicht. Und ein Lightning Axe glaube ich auch noch nicht. Ja, Mangara auf Korondor. Coole Karte. Am Ende hin kriegen wir noch was Lässiges. True Name Nemesis im Old Border. Nice. Und noch ein Deadly Grub Foil. Und einen kaputten Token. Okay. Das war's mit dem Display. Wir schauen uns das kurz durch. Wir hatten mythic-mäßig nicht so viel, was ich gesehen habe. Ein Pack, das ist natürlich nice. Und ein paar doppelte. Collation Relic war doppelt. Stuffy Doll war doppelt, was ich mich erinnern kann. Was haben wir noch doppelt gehabt? Memoir, Stuffy Doll. Hardlock Store Delle war doppelt. X-Tierbait war doppelt. Genau. Da haben wir noch. Und noch was. Genau, so. Also, wir haben im Endeffekt ein paar doppelte Rares gehabt. Was sehr auffällig häufig, also vier Pärchen Doppelte Rares, drei Mythic normal, was relativ wenig ist, also hätte gerne ein oder zwei mehr gehabt, aber durchaus ein gutes Display, also nicht schlecht. Ob wir jetzt unseren Weiterzug kriegen, weiß ich nicht, das müssen wir erst prüfen. Weil die, da haben wir wenigstens da noch Mythic dabei, also wir haben da noch auch ein paar schöne Old Border Karten. Da kann man sich nicht beschweren, also sind durchaus gute Sachen dabei und auch aber sehr gute Sachen. Und was man aber noch sagen muss, hier hatten wir ein Glück und hatten Tolere West, meistens ein sehr guter Pool, Urberg guter Pool und der Palace Trailer ist natürlich auch ein guter Pool. Wobei da leider schade ist, der hat einen leichten Dent da oben. Also der ist beim Drucken, zumindest auf der Vorderseite, leicht beschädigt worden. Trotzdem wunderschönes Foiling. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war wieder ein längeres Video, insgesamt glaube ich 35 Minuten fast. Ja, falls es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren, teilen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao!